Möchtest du jetzt schon die Kerze machen? Soll ich nochmal die Kerze machen? Wie gestern. Okay, dann machen wir die Kerze. Geht das jetzt? Ja. Oh, toll. Also, Weihnachts, du bist ja wirklich also wahnsinnig begabt halt auch. Hallo, ihr süßen Pupis, ich bin's, eure Jurassica Parker, wieder live aus Berlin. Da hinten seht ihr meine... Wir sind live aus Hamburg, du Hohlenuss. Ach ja, stimmt, wir sind hier live aus Hamburg. Genau, wir sind gar nicht in Berlin. Wir sind in Hamburg. Ich hab gerade eine Vespa im Mund. Warte mal. Gott, die geht nicht weg. Die ist immer noch da. Weil du so süß bist. Die will deinen Honig. Ist süß. Ich möchte meinen Honig schleckern. Aus meinem kleinen Lustzapfen. So, Weinhaus. Weinhaus, wir sind in Hamburg. Warum sind wir in Hamburg? Weil wir mal Urlaub machen wollten. Und wir machen Urlaub und schminken uns dann. Genau, und haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mit, weil ihr braucht ja auch ab und zu mal Urlaub. Die Wespe ist immer noch da. So, was gibt's denn hier? Was ist denn das für ein Scheißvieh, ey? Also wir wollen auf jeden Fall euch ein bisschen mitnehmen, wenn wir Urlaub genießen, weil auch... bundesweit gebuchte Transvestiten wie wir einfach mal raus müssen aus der Hauptstadt. Ja, und wir sind jetzt in Hamburg und wir wohnen in einem schönen Hotel, das ist da. Und es ist eigentlich gar nicht so schön. Auf Neudeutsch würde man sagen, ist eher random. Random. Ist ein random Hotel und wir haben uns heute zwei Ziele gesetzt. Drei. Das erste ist, jetzt, wir gehen chronologisch vor, wir brauchen auf jeden Fall passende Schuhe zu unseren Outfits, weil wir sind nämlich aus wie volle Müllbeutel. Zeig mal deine... Soll ich deine auch mal zeigen? Ja, bitte gerne. Und wie Sie sehen können, also so richtig passend ist es leider nicht. Aber, guck mal, ich habe eine neue Kette. It's just Cavalli. Das ist eigentlich, es ist Saint Cavalli. Es ist ein italienischer Heiliger. Ja. Der Heilige der, ja. Der Garnrollen und der Strümpfe. Und das Kleid habe ich auch neu gekauft gestern bei Zalando Outlet. Oder? Ja, es ist eine Ralph Lauren, das habe ich ausgesucht, weil ich so süß bin. Ich habe mir dafür einen Girdle gekauft, ist der da. Mhm. Da ist auch der Penis. Wo ist der Penis genau? Guten Tag. Ja, natürlich. Guck mal, der hat Müllbeutel. Können wir ihren Müllbeutel fotografieren? Kannst du mal den Müllbeutel? Weil ich von dem Müllbeutel-Vergleich immer zu reden. Also, ja, homosexuell, genau. Wir sind schwule Männer, du Penner. Okay. Nein, ich möchte den Müllbeutel nicht haben. Weinhaus, was ist ja wirklich... Tschüss. Warum? Was willst du denn mit dem Müllbeutel? Weil wir aussehen wie gefüllte Müllbeutel ohne Stil. Hast du das Gleichnis vorher nicht verstanden? Auf jeden Fall, wir waren jetzt 3 Minuten auf der Straße gestanden und wurden sofort als schwul betituliert. Das ist doch passend. Die Leute in Hamburg haben offensichtlich Gehirn. Gut, also wir haben 3 Ziele heute Abend. Heute tagsüber. Erstens, wir wollen auf den Kiez gehen, auf die Reeperbahn. Ja. Zweitens, wir wollen heute einen dummen Hut kaufen. Weinhaus, erklär bitte kurz, was ein dummen Hut ist. Dummen Hüte sind diese Hüte, die Angler gerne tragen, die aber auch gerade in der stylischen Szene total modern sind. Also die sind so und so. Wie so diese trapezförmigen Dinger, ja, auf denen Elefanten stehen, nur in klein. Genau. In Zirki. Ich frage mich, warum Menschen diese Hüte tragen. Aber gut, ich bin halt auch eine Boomerin. Ich verstehe sowieso gar nichts mehr, was junge Leute machen. Ist leider so. Und drittes Ziel ist, wir wollen neue Schuhe kaufen. Deshalb, wir suchen jetzt erstmal ein Dechmange. Ja. Kannst du mal Wiki Google ja anmachen? Aber ich kann ja gar nicht bei Dechmange kaufen, weil es geht ja nur bis 42. Nee, die haben bis 44. Ja. Ich zeige euch jetzt mal, was ich für eine Schuhgröße von Dijon anhabe. Seht ihr das? Eine 43. Hey Siri. Der hat einen geilen Arsch. Den nächsten Deichmann. Genau. Machen wir mal. Ja, da mache ich mal die Navigation jetzt dahin. 1,7 Kilometer, schaffen wir das? Wobei, wenn wir irgendwann zwischen merken, das reicht, dann fahren wir mit dem Taxi. Oder mit dem Bus. Wollen wir dann nicht erst auf den Kiez? Ne, wir gehen jetzt erst zu Dijon, ne? Wir brauchen erst schöne Schuhe für den Kiez. Dass die Nutten auch neidisch werden können, nicht? Hi. Es gibt auch nette Menschen in Hamburg. Wir müssen da lang. Gib mir die Kamera. Du findest ja immer nur dich. Zum Glück findest du auch immer nur mich. Das heißt, eigentlich bin immer nur ich im Bild zu sehen. Weil du so selbstlos bist. Ich bin halt sehr selbstlos und auch wahnsinnig schön. Guck mal, das Scheißhotel hat nur 4 Sterne, mein Lieber. Ach so, ich dachte, wir haben das so bei Secret Escapes gebucht. Nee, ich habe mir das mit 5 Sterne plus ausgedacht. Hallo! Hi! Ja. So ein Opfer-Weinhaus, wirklich. Ja gut, ich dachte, das waren 5 Sterne.
Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Sharing is caring.